Hallo, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Alex. Freue mich, dass du eingeschaltet hast. Und ja, heute gibt es das besagte Journal-Video. Und ich habe jetzt ein bisschen Zeit gelassen und einige von euch warten ja schon sehnsüchtig auf dieses Video. Es war einfach so, ich wollte diese Tasche so ein bisschen für mich einfach genießen und sie ein bisschen anschauen. Ich habe schon wirklich Angst um diese Tasche. Also ich habe sie ein paar Mal ausgeführt, aber habe da wirklich Angst, dass sie irgendwie kaputt geht, auseinanderbricht, sich Luft auflöst, keine Ahnung. Es irgendwie hat man Angst. Man hat einfach Angst um diese Tasche. Und ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich wollte mir einfach ein bisschen überlegen, was ich aus dieser Tasche sage. Aber ich sage einfach das, was ich denke. Und das habe ich bis jetzt immer gemacht und habe da auch kein Problem damit, weil es ist eine Tasche. Und ich wollte euch, bevor ich euch diese Tasche zeige, ein bisschen eine Hintergrundgeschichte erzählen, wie ich zu dieser Tasche gekommen bin, wo ich sie gekauft habe, wieso ich mich dann auch letztendlich für dieses Modell entschieden habe. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ein bisschen dieses Hintergrundwissen ja einfach zu erfahren. Also nämlich so, ich habe immer gesagt, ich möchte mir heuer am besten zu Weihnachten eine Chanel-Tasche kaufen. Das war so meine Idee, mein Plan. Und den hatte ich schon so im Kopf und dachte, wir haben noch viel Zeit zu recherchieren und so. Und dann hat sich's ergeben, dass wir gesagt haben, wir fahren nach Paris. Das ist eine andere Geschichte, wieso, weshalb, das passt auch gar nicht hierher, aber ist auch egal. Und plötzlich bekam ich so ein bisschen Panik, weil ich gemerkt habe, es bringt meinen ganzen Plan durcheinander, weil ich wusste, dass wenn ich nach Paris fahre, dann gehe ich ganz sicher in ein Chanel-Geschäft und es kann sein, dass ich mir da was kaufen möchte. Und die Vorstellung zu haben, die erste Chanel-Tasche in Paris zu kaufen, die hat mir dann so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, gut, dann hast du jetzt noch gut 3 Wochen Zeit, dich ein bisschen, ein bisschen zu recherchieren, was dann für dich in Frage kommen könnte. Und habe da wirklich losgelegt. Also wirklich, ich habe mir jedes Video angeschaut, jedes Review, Pinterest, Instagram, Mädels angeschrieben, was euch passt an dieser Tasche und was nicht. Also ich habe mich wirklich sehr informiert und das würde ich auch jeder anderen auch raten, wenn es um eine Tasche geht, vor allem in diesem Preissegment, da muss man sich wirklich ganz gut informieren, was zu einem passt, was man möchte und so weiter. Und bevor man auch in so ein Geschäft geht, weil einfach nur reinzugehen und zu sagen, ja, ich hätte gerne ein Täschchen, sehr schwierig, weil es gibt auch so viele Taschen und eure Begleitung wird es euch nicht danken, wenn ihr da 100 Stunden drin seid. Und bei mir war es dann einfach so, ich habe mich gut informiert. Ich wusste so ungefähr, wo die Reise hingeht. Also ich wollte unbedingt eine schwarze Chanel-Tasche. Auf alle Fälle Lammleder, ja, das war halt so meine Idee. Und goldene Hardware oder Champagner-Hardware. Und das war so ungefähr so die Richtung. Und als wir nach Paris gefahren sind, ich bin dann mit meinem Mann hingefahren und ich habe zu ihm gesagt, ein Tag gehört mir. Weil ein Tag brauche ich, um diese Tasche zu kaufen. Ja, weil das macht man nicht so schnell. Da muss man dann wieder mal ein Päuschen machen, Kaffee trinken und sich nochmal gut überlegen. Also es geht einfach nicht so schnell. Und ich brauche da einen ganzen Tag. Und diesen Tag hat er mir zugestanden. Danke nochmal an dieser Stelle. Und ja, wir sind dann nach Paris und den zweiten Tag oder weiß ich nicht mehr genau was, sind wir rein in dieses Geschäft. Und ich hatte nicht ganz eine nette Verkäuferin. Und dann habe ich sie halt gefragt, ob sie mir ein paar Taschen zeigt. Ich wollte, dass sie mir also eine Vogue zeigt, Lammleder, goldene Hardware. Und sie sagte zu mir, sie hat die nicht da. Und ich dachte, what? Was ist in Paris? Louis Vuitton hat in Paris jede Tasche lagernd. In Paris ist das so. Und ich dachte mir, wenn das bei Louis Vuitton so ist, dann muss es ja bei Chanel auch so sein. Nope, war nicht so. Ich war dann erstens mal ein bisschen geschockt und dann hat sie mir auch, dann habe ich, wollte ich die 20cc Vogue anschauen, hatte sie auch nicht da. Sie hatte ganz viele Modelle nicht da, die mir gefallen haben. Und ich war schon, ja, schon recht frustriert. Irgendwann kam ich zu dem Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, vielleicht soll es nicht sein. Ja, also kann ja auch sein. Vielleicht bin ich jetzt einfach noch zu früh, vielleicht muss ich wirklich auf Weihnachten warten. Und dann wollte ich eigentlich schon wieder das Geschäft verlassen. Und da sah ich sie. Ganz oben im Eck stand sie. Und ich dachte mir, und das zeige ich jetzt euch, und ich dachte mir, was stehst du da oben so alleine? Sie stand da oben ganz alleine und sie sah wunderschön aus. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, war, wieso kenne ich dich nicht? Ja, also ich habe wirklich alle Vogues gesehen, aber dieses Modell habe ich noch
Nie gesehen, noch nie, will ich noch nie. Also ich dachte mir, wieso kenne ich dich nicht? Wieso habe ich dieses Land noch nie gesehen? Ich wusste sofort, das ist sie. Also ich habe es nicht mal probiert. Ich habe zu meinem Mann gesagt, das ist sie. Das war mir sofort klar. Also jede Frau, die so ein bisschen ein Faible davon hat, weiß, was ich meine. Du siehst sie und bevor du sie probierst, weißt du schon, dass sie perfekt ist. Und es ist eine Wok, ja, es ist eine Wok, ganz eine klassische Wok, ganz klassisch ist sie eigentlich nicht. Es ist Hirschleder, also es ist nicht Lammleder und auch nicht Kaviarleder, es ist eine Mischung. Also im Italienischen, ja, im Englischen heißt es Calfskin. Und die Verkäufer haben mir das so erklärt. Also es ist nicht ganz so robust wie Kalbsleder, aber auch nicht so empfindlich wie Lammleder. Also eine gute Mischung. Und ich dachte mir, perfekt, perfekt, besser geht's nicht. Ich finde das Material sehr schön. Es glänzt auch so ein bisschen. Und es ist Champagner Hardware. Also es ist nicht dieses Gelbgold, sondern es ist. Ich finde, es ist einfach schöner, weil man es mit Silber und Gold besser kombinieren kann. Es sieht ein bisschen jugendhafter aus und ich finde auch, es macht den Look auch nicht ganz so ganz elegant, obwohl man es natürlich elegant tragen kann und kann man aber auch mit einer Jeans und mit einem Hemd, so wie ich es heute anhabe, tragen. Und ja, ich war verliebt. Also ich habe sie gesehen und ich wusste, das ist sie. Es gab nur einen Haken und das möchte ich jetzt noch ganz kurz erzählen, weil es wirklich wieder mal so typisch ist. Ich habe mittlerweile ein sehr gutes Auge bei Taschen und ich schaue mir Taschen wirklich sehr genau an, bevor ich sie kaufe, weil wenn man sie mal gekauft hat, hat man sie gekauft. Man kann sie schon zurückgeben, aber ich war in Paris, also so einfach ist das nicht. Ich habe gesehen, dass dieses CC-Zeichen war ein bisschen schief, also vielleicht ein Millimeter, aber es hat mich gestört. Ich habe es gesehen und dachte mir, das kann ich nicht kaufen. Also, es geht nicht. Die Verkäuferin hat anfangs gar nicht so ganz verstanden, was ich wollte. Hat dann gesagt, ja, sie sieht es auch, aber sie kann da jetzt nichts dran ändern. Das ist irgendwie ein Formfehler. Und sie hat nur dieses eine Modell da. Und ich dachte mir, und sie hat dann einen anderen Store angerufen und die hatten noch zufällig ein Modell, also genau dieses Modell noch da. Ich habe meinen Mann gebacken und gesagt, wir starten sofort drüber und rein in diesem Geschäft und sie hatten noch das Modell da. Ich habe es mir noch mal ganz genau angeschaut und war dann wirklich, ja, war dann happy damit und dann habe ich sie auch genommen. Also mal ganz kurz zum Aufbau. Also wie gesagt, es ist eine klassische Wok. Es ist Hirschleder, also ein anderes Material, wie man sonst verwendet. Also es ist nicht so ganz robust wie Kalbsleder, aber auch nicht ganz so empfindlich wie Lammleder. Also eine gute Mischung. Es hat kein Mona Lisas Lächeln, also kein Pocket hier hinten. Stört mich aber auch nicht, weil ich müsste da eigentlich gar nicht was reingeben. Und dieser Verschluss ist größer. Also dieses CC ist größer als bei den anderen Boxen. Dann ist das, da ist ja dieses CC ganz klein, aber hier ist es relativ groß, das finde ich auch sehr schön und das dreht man so und dann lässt es sich öffnen. Und genau, und da oben ist dieses Fach hier, da hat scheinbar früher Coco Chanel ihre Liebesbriefe verstaut. Ich finde diese Vorstellung so romantisch und so schön. Ja. Abgesehen davon ist es eine klassische Wok. Also es sind diese Kartenfächer hier. Der Platz ist begrenzt. Da macht es wieder natürlich immer Sinn, diesen Backshaper zu kaufen. Ich habe mir einen gebastelt, aber einen kaufen, einen basteln, je nachdem. Es macht Sinn, es weitet die Tasche unten auf einfach und ja, man hat einfach mehr Platz. Dann gibt es noch hier einen Reißverschluss, wo man eventuell Münzen oder Belege verstauen kann. Und da vorne ist auch noch einfach. Da kann man eventuell auch das Handy verstauen, habe ich auch schon probiert, ist auch kein Problem. Und ansonsten ist es ganz eine einfache Wok und ja, also wirklich schön gemacht. Und man kann sie so tragen, wie man halt jede andere Wok auch tragen kann. Was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, ist, wenn man es einfach einmal überkreuzt, dann gewinnt man ein paar Zentimeter und hat oben diese schöne. Ja, also diese schöne Kette hier, so ein bisschen als Hingucker, sieht auch sehr schön aus. Und ich trage diese Tasche auch sehr gerne so doppelt. Jetzt muss ich schauen, wie das geht. Mal ein bisschen probieren. Genau so. Also so doppelt ist auch sehr schön, wenn man sie über die Schulter trägt.
Sieht auch sehr schön aus. Aber ich finde sie auch einfach so als Klatsch sehr, sehr schön. Und das ist einfach so ein Modell, wo ich finde, das ist so zeitlos, ja, es ist schwarz. Ich finde das Leder wirklich sehr schön. Also es hat mir wirklich auf Anhieb gefallen. Es glänzt auch so ein bisschen. Es ist zu einem eleganten Outfit sehr schön. Es ist aber auch so, wie ich heute anhabe, zu einer ganz einfachen Bluse. Sieht es auch sehr lässig aus. Also kann man eigentlich immer tragen. Und viele sagen ja immer so, die erste Chanel sollte. Man fängt bei Chanel mit einer Vogue an. Ich weiß es nicht. Wenn mir eine Mini besser gefallen hätte, dann hätte ich sie gekauft. Also ich halte nichts davon, mit denen fängt man an und da geht man weiter. Also nein, was gefällt, muss man kaufen. Also es muss einfach ein Gefühl in dir auslösen. Du musst einfach sagen, das ist sie. Das ist meine Tasche. Meine Tasche. Das ist genau das Gleiche, wenn man heiratet und ein Hochzeitskleid probiert und sagt, das ist mein Kleid. Und so ist es mit den Taschen. Du musst einfach, die Tasche muss dir einfach irgendwas, ja, du musst einfach davon überzeugt sein. Und ich habe, als ich sie gesehen habe, wusste ich, das ist meine Tasche. Und ja, also wirklich ein wunderschönes Modell. Ich bin sowieso riesen Vogue-Fan. Ich mag ja auch mein Yves Saint Laurent Vogue. Und ja, also wirklich, es sind so Taschen, die kann man tagsüber tragen, aber auch abends natürlich bei einer Hochzeit und geht eigentlich immer. Ja, das war's eigentlich auch schon mit diesem Review zu dieser Tasche. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr dieses Modell schon mal gesehen habt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und ja, was ist diese Tasche, wie ihr diese Tasche auch findet. Und ich freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ja, das freut mich einfach, dass ich mit euch diesen Moment einfach nochmal Revue passieren lassen konnte, weil es war für mich schon sehr emotional, diese Tasche zu kaufen. Dann bin ich ganz ehrlich, also ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Es ist wirklich sehr emotional gewesen. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist, wenn man einen Wunsch hat und den kann man sich dann irgendwann erfüllen und dann auch noch in Paris, das war für mich schon etwas sehr Besonderes. Also ja. Ja, das war's. Ja, das war's mit diesem Video und bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.